Es klingt so, als würde irgendwo irgendjemand rennen. Ich glaube, das war der falsche, oder? Ja. Oh, scheiße. Ja. Ja, wir bekommen unangemeldeten Besuch, sobald wir das Geheimnis nehmen. Und wir sollten unbedingt aufpassen, auf wen wir schießen. Haut ab! Ich bin ganz unwichtig. Liebe Geister, bitte kümmert euch um sie. Bitte. Schnell. Irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Ich muss mich vielleicht doch selbst meiner Haut erwehren. Oh Gott. Oh Gott. Noch nein. Okay. Gott sei Dank. Jetzt hatte sich nämlich kurzfristig der Umschaltknopf eingesperrt. Okay. Ja, nicht eingesperrt. Ihr wisst schon, was ich meine. Boah, ich rede schon wieder eine Grütze zusammen. Okay, die sind alle tot. Das heißt, Waffen wegstecken. Puh. Das war das letzte Mal auch nicht so kompliziert irgendwie. Habe ich einfach in Erinnerung. Aber dafür gibt's nette Bonusgegenstände hier. Ein Minipack und Uzi-Munition. Ja, ihr habt meine Schwärmerei für die Uzis in Rom vielleicht noch im Ohr. Auch hier gibt es wieder die Uzis und sind natürlich auch hier wieder heiß begehrt von meiner Seite. Schrotflintenmunition. Und was hast du? Du hast nochmal Uzi-Munition, ich sehe schon. Genau. Ja, okay. Und da liegt ein Krieger, ein Geisterkrieger. Sie haben einen Geist getötet. Respekt, gelingt nicht jedem. Okay. Gut, dann haben wir jetzt alle drei Geheimnisse. So lang kann der Level nicht mehr sein. Naja, geht schon noch ein Stück. Ja, da sehen wir es schon. Der möchte uns besuchen kommen. Gott sei Dank. Hat der jetzt nicht noch irgendwie. Es wäre jetzt wieder ärgerlich gewesen, wenn jetzt hier irgendwie ein Krieger in der Nähe gewesen wäre. Genau du. Von dir rede ich. Irgendein Geist. Schon merkwürdig, dass die hier so rumlaufen und dann nicht kugelresistent sind. Gibt es hier hinten noch was? Nur eine Wand. Kann man die zerschießen? Nee. Toll. Das heißt, ich muss wieder zurück. Ja, und hier gibt es eine Leiter. Streng genommen sogar zwei, wo ich mir wieder die Hände schon allein beim Gedanken abfriere. Aber die werden wir jetzt noch nicht hochklettern, weil wir haben ja da vorhin an dem Ufer des Sees noch was gesehen. Und das habe ich auch nur durch Rumprobieren rausgefunden.
mal, kommt doch jetzt hier irgendwie. Also irgendwie kommt man wieder nach oben. Genau. Das wollen wir uns erstmal ansehen. Das sieht natürlich erstmal im ersten Moment aus, als wäre es der Rückweg. Aber das stimmt so nicht. In der Zwischenzeit ist der See hier zugefroren. Nein, wir fragen uns nicht, was der Sinn dahinter ist, wie das jetzt vonstatten gehen konnte. Jedenfalls kommen wir jetzt hier ran. Aha. Und die Munition. Und? Aha. Granaten. Auch sehr praktisch. Aber den Granatwerfer finden wir in diesem Level noch nicht. Das hat noch ein wenig Zeit. Ja, wir finden halt in den ersten beiden Leveln das komplette Waffenarsenal zu Tomb Raider 2. Für man ja irgendwie dort im Spiel mindestens 5 oder 6 Level braucht. Ja, das bedeutet jetzt aber auch, wenn der See da oben zugefroren ist, dann gibt es für uns nur noch diesen einen Weg hier, um hier wieder rauszukommen. Boah, sich ja inzwischen recht viele Geister hin verirrt. So. Na dann. Ja, können wir auch mal hier wieder zwischenspeichern. Dann müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder nach oben, den wir runtergetaucht sind. Komme ich da überhaupt nach oben? Ah, ja, doch. Wo hältst du dich gerade im Moment fest, Mädel? Da ist nichts. Ach so, okay. Das macht sie erst in Tomb Raider 4, dass sie sich dann darüber zieht. Okay. Ja, es wäre natürlich dann hilfreicher gewesen, wenn ich die andere Leiter genommen hätte. Okay. Ich weiß nicht mehr, ob jetzt hier noch ein Gegner war. Würde ich dem System zutrauen. Aber ich sehe keinen. Ja, dann sind wir jetzt wieder hier. Das war unser kleiner Ausflug, um das dritte Geheimnis zu bekommen. Ja, da drüben geht's jetzt weiter. Was macht die Lebensenergie? 5, 3. Ja, ich gehe relativ verschwenderisch gerade mit den Dingern um, ich weiß. Aber ich weiß, dass es auch nicht so einfach ist, was jetzt hier noch kommt. Und ich schwinge mich jetzt nicht gleich auf das Schneemobil. So, ich weiß nicht, gar nicht mehr, was besser war. Stirb. Ja, sorry, dass ich jetzt gerade so wenig gesagt habe. Das war jetzt nämlich nicht so. Ich hatte schon wieder den Tod vor meinem inneren Auge. Aber du hast schöne Sachen bei dir. Ich vertraue dir da. Du hast bestimmt schöne Sachen bei dir. Ich freue mich schon drauf. Aha. Ja, Automatik, Munition wieder. Nur 51 Schuss nur noch. Ach ja. Ich erinnere mich an was. Hat er gerade versucht,
die Waffe gegen uns zu richten? Ich meine, es wäre jetzt eigentlich streng genommen kein Ding, da jetzt einfach über das Teil drüber zu schießen. Aber die Tomb Raider-Regeln erlauben das eigentlich nicht. Oh, ich höre ihn schon wieder keuchen. Ist der eigentlich auf dem Stein? Ja, ist nämlich eigentlich voll die Falle. Wenn man hier im Schneemobil langkurft, kann man eben nur hoffen, dass man sich irgendwie so in Position bringt, dass man die Typen alle abknallen kann. Aber mit dem anderen Schneemobil, was noch nicht mal irgendwie Waffen dran hat, wäre man hoffnungslos verloren. So, wie war denn das? Also da hinten ist der Hebel, der jetzt die Tür öffnet. Hier, logischerweise. Aber die Uzis sind in der Nähe. Ich rieche sie. Nein, ich weiß, dass sie hier sind. Weil sie mich nämlich das letzte Mal massiv irritiert haben. Kann man das jetzt von hier aus irgendwie sehen? Nee, von hier aus kann man das, glaube ich, gar nicht sehen. Ja, doch, da unten. Da kommt man nämlich irgendwie hin. Die Frage ist nur, wie. Was macht die Lebensenergie? Ja. Ah, verdammt. Ich glaube nämlich, man braucht volle Lebensenergie, um da ranzukommen. Weil es wird nämlich ein weiter Sturz in die Tiefe. Und es erfordert sehr viel Geschick hier mit dem ganzen Springen. Wie war denn das? Okay, ich speichere erstmal. Dann probieren wir das mal. Also es gibt, nee, da genau. Machen wir mal eine Fackel an, damit wir was sehen. Ja, genau. Achso, jetzt. Oh, das war jetzt selten dämlich. Ich hätte nochmal meine Lebensenergie auffüllen müssen. Ja, genau. Also den Sturz schafft sie jedenfalls, wenn sie volle Lebensenergie hat. Okay. Dann probieren wir das aber erstmal mit einem kleinen Nidipack. Vielleicht reicht das ja schon. Ich habe jetzt keine Lust, dafür ein großes zu verschwenden. Das wäre jetzt doof. Okay, dann probieren wir das jetzt nochmal. Nein! Verdammt! Ja, so funktioniert es natürlich nicht. Aber was war denn jetzt anders? Wenn ich so... Muss er da irgendwie... Ich weiß auch nicht so genau. Das wird jetzt wahrscheinlich mal wieder ein einziges Ausprobieren werden. Ah ja, okay. Oh Gott, Schwein gehabt. Nein! Verdammt! Oder ich muss rechts an die Kante ran. Aber ich glaube, das macht es nicht besser. Oder ich brauche doch ein großes Minipack. Mist.